Spontan. 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 Spontan natürlich. Pflegeregress, das wird ja zurzeit diskutiert. Was denkst du darüber? Also eigentlich finde ich das eine Frechheit, dass man die Verwandten dafür herzieht, dass jemand gepflegt werden muss. Wenn das für Leute ohne Verwandten der Staat zahlen kann, dann kann das dann auch gleich der Staat zahlen. Naja, ich meine schon, dass man das abschaffen sollte. Was soll ich sagen? Ich meine, für und wider. Ja? Es gibt also immer zwei Seiten, denke ich. Und für mich ist es schon so, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder für mich haften. Also ich persönlich möchte ganz einfach so vorsorgen, dass das okay ist. Es ist ja zurzeit hoch diskutiert. Welche Meinung haben Sie dazu? Naja, grundsätzlich gilt die Meinung, dass es in ganz Österreich gleich sein sollte. Und das ist es derzeit nicht. Also man müsste eine Einigung finden. Und das soll dann fürs ganze Land gelten und nicht nur für einen Teil, und für einen sehr kleinen Teil, muss man sagen. Wenn es ganz österreichweit so wäre, dass es gleichwertig ist für alle, dann wäre ich schon einverstanden, aber so eher nicht. Also ich würde meinen, das ist eine allgemeine Aufgabe des ganzen Staates, die Pflege zu finanzieren. Da sollte man sich andere Möglichkeiten überlegen. Zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, die für diesen Zweck also gebunden wird. Ich denke, wenn, dann müsste es generell für ganz Österreich gleich sein. Und für mich ist es schon auch so, dass man schauen müsste, wo man vielleicht anderes einsparen kann. Oder weil, ich meine, alte Leute, die haben es nicht verdient, dass sie ganz einfach schlecht behandelt werden. Ja? Das ist eine Generation, die ganz einfach so viel aufgebaut haben, so viel gemacht haben und wo lang nicht dieses Sozialnetz damals war. Ja?